Die Olympischen Spiele in Japan haben offiziell noch gar nicht begonnen, aber schon gibt es den ersten Corona-Fall unter den Athleten. Dazu der Cheforganisator Toshiro Muto am Samstag in Tokio. Es wurde zum ersten Mal berichtet, dass ein Screening-Test gezeigt hat, dass eine Person, die im Athletendorf war, mit dem Coronavirus infiziert wurde. Diese Person zeigte sich gestern auch nach einem PCR-Test positiv und sie ist im Moment in einem Hotel isoliert. Die Nationalität der Person sollte zum Schutz der Privatsphäre nicht genannt werden. Die Corona-bedingten Geisterspiele sollen ohne Zuschauer und mit einem Jahr Verspätung am 23. Juli beginnen.